Ach, hallo, schon da. Ja, wunderbar. Jörg Fuhrmann hier. Ja, vielleicht wunderst du dich, warum ich so eine komische Brille hier aufhabe. Dazu möchte ich dir ein bisschen was mitteilen. Es ist ja schon spät, draußen ist dunkel, wie man sieht. Und ich gehöre zu den, zum Typ Nachteule oder Feldhamster. Das heißt, ich bin auch gerne mal abends noch am Arbeiten oder am Rechner und ein bisschen was am Schreiben, weil da bin ich halt sehr kreativ. Und ja, unser Organismus wird ja sehr stark durch seinen Rhythmus des Schlafens und des Wachens gesteuert. Dazu gehört natürlich auch das psychische Wohlbefinden. Jetzt haben wir in der heutigen Zeit das Problem, dass gerade die Technik, mit der wir uns beschäftigen, sei es auf Tablet oder wer einen Fernseher hat, ne, beim Flatscreen-TV, wer ein Smartphone hat, haben ja die meisten, beim Smartphone oder eben halt beim Notebook oder halt beim normalen Desktop-PC, wird er also mit einer Überdosis an Blaulicht beglückt, könnte man sagen, beinahe. Ja, also im Winter mag das ja noch ganz nett sein, die restliche Zeit über ist man also hat man sowieso schon eine Überdosis diesbezüglich. Also Winterdepression wird zum Beispiel mit blauem Licht therapiert. Warum ist das so? Ganz einfach, wenn der Melatoninspiegel, weil der Lichtanfall während des Tages zu gering ist, was den Melatoninspiegel dann den Tag über hochtreibt, dann kommt derjenige eben nicht richtig in die Puschen, wie man bei uns früher sagen würde. Das heißt also, er ist den ganzen Tag über schlaff, müde und so weiter, und das könnte dann als sogenannte Winterdepression, die ja im Grunde ein Lichtmangel ist, diagnostiziert werden. Daran sehen wir jetzt schon, dass es dass der Spiegel, der Melatoninspiegel sehr sensibel ist. So, der kann also in beide Richtungen sensibel sein, ja, also er kann eben auch zu wenig sein. Und darauf zielt das Video jetzt vor allen Dingen ab. Also ab 19.30 Uhr beginnt ja in unserem Organismus diese Produktion im Regelfall von Melatonin und geht dann hoch und erreicht dann zwischen 1 und 3 Uhr nachts diesen Peak. Und das ist also diese Phase, wo am meisten Melatonin in der Zirbeldrüse, also dieses Schlafhormon, ist ja ein Schlafhormon, ja, produziert wird. Wenn man in dieser Zeit jetzt allerdings vor dem Kasten hängt hier, ja, oder vor dem Handy nochmal eben vom Einschlafen und so ein bisschen drauf guckt oder nochmal eine Runde zocken muss oder was weiß ich, ne, irgendwelche Computerspiele, dann ist es wahrscheinlich so, das beschreiben viele Menschen, sie merken schon, dass sie ein bisschen müde werden, dann machen sie das Ding aus, legen sich hin und können dann nicht schlafen. Und Schlafmangel, wissen wir ja alle, hat eben halt eine enorme Auswirkung halt auch auf das ganze psychische Wohlbefinden und auf die gesamte Leistungsfähigkeit, wenn sich das vor allen Dingen über einen längeren Zeitraum hinzieht. Ich meine, das hat vielleicht jeder schon mal gemerkt, dass man, wenn man an so einem Ding hier sitzt und da kein Blaulichtfilter drin an ist, also viele Monitore oder manche Monitore haben das ja auch schon mittlerweile, einen Blaulichtfilter eingebaut, den man anstellen kann, dann wird man einfach nicht müde. Freut sich der Arbeitgeber, dann ist man halt schön am Powern die ganze Zeit und wird nicht müde. Früher bei den ganzen Röhrenmonitoren, wer noch Commodore 64 kennt oder Amiga 500, wo das diese Kästen waren, ja, da war das ja anders. Also war das eben nicht so. Und das ist mit den TFT-Screens jetzt vor allen Dingen gekommen. Und der Punkt ist also der, dass wenn du eben, sobald eigentlich im Grunde die Sonne untergeht, auf so ein Ding drauf schaust, dann zerschießt du dir die Melatoninproduktion. Und dafür sind im Grunde diese Gläser hier gedacht, die kann man eben auch hoch machen oder eben dann halt runterklappen. Beziehungsweise für Leute, die keine Brille tragen, kann man natürlich eine ganze Brille kaufen. Ist auch nicht teuer, ja, also das ist hier
was ich jetzt habe von der Marke Prisma. Ja, da ist dann so eine Tasche dabei. Und das ist relativ simpel, relativ einfach mitzunehmen. Und man merkt also den Unterschied, wie ich finde, deutlich. Und wenn man dann also meint, abends noch sowas machen zu müssen, dann kann man also da quasi ja, sich da ein Stück weit, ich sag's mal, eine Abhilfe schaffen. Was also noch ein wichtiger Faktor ist dabei, also bei diesem Thema Lichtsmog, den wir ja immer mehr haben, ist, dass wir im Grunde also A, dass wir diesen Rhythmus zerschießen, ja, dass wir also zu wenig Melatonin haben. Melatonin ist auch eben noch wichtig für als Antioxidanz, also für das Einfangen von freien Radikalen und Binden von freien Radikalen. Und davon haben wir meistens auch zu wenig, weil wir auch zu wenig Vitalstoffe aufnehmen, weil die Nahrung ja auch immer degenerierter ist. Also da ist Melatonin auch nochmal ganz wichtig als Radikalfänger. Und wir haben eben zusätzlich das Problem, dass, das gibt ja jetzt Studien zu aus Heidelberg und von anderen Universitäten, dass dieses blaue Licht in den Monitoren möglicherweise eine Schädigung der Augen hervorrufen kann. Das ist noch nicht belegt, das ist noch so eine These, soweit ich weiß. Ja, aber diese Peaks, die da sind, diese blauen Spitzen, also in den Wellen oder Frequenzen dieses blauen Lichtes, die könnten also für eine Makuladegeneration vorzeitig verantwortlich sein. Und von daher ist es sowieso eine Frage für jemanden, denke ich, der regelmäßig vor so einem Teil hängen muss und das benutzen muss, ob er nicht generell eine Blaulichtfilter, Blockerbrille benutzt. Ja, also in diesem Sinne, ich denke aber, wie gesagt, vor allen Dingen abends ist das am wichtigsten, damit man sich das Melatonin eben nicht zerschießt. Und dann ist auch wichtig, dass der Schlafraum möglichst dunkel ist. Also sobald da Licht irgendwo reinfällt, manche haben ja nur so Lamellenrollos oder nur einen Vorhang oder so, dann ist es eigentlich auch schon ja, ein ähnliches Problem, weil den Lichtsmog haben wir von draußen ja auch. Also sprich von Straßenlaternen und so weiter, Werbereklamen, Autolicht etc. Also man sieht das ja immer schön, wenn man die Erde mal von oben sieht auf irgendwelchen Bildern und dann, wo die bewohnten Gebiete sind, da ist dann eben alles so taghell und ja, eine richtige Dunkelheit haben wir eigentlich schon gar nicht mehr. Und der Mensch braucht eigentlich so eine Dunkelheit zum Schlafen, wie es in der Höhle mal der Fall war. Wir sind halt immer noch im Steinzeitmodus und sobald also das Licht auf unsere Netzhaut trifft, wird im Grunde unsere innere Uhr informiert und dann kommt also dieser Impuls eben zur Zirbeldrüse, also dass das jetzt im Grunde Tag ist und da muss nichts gemacht werden. Beziehungsweise vice versa, wenn es dunkel ist, kommt der Impuls zur Zirbeldrüse eben Schlafhormon Melatonin produzieren. Genau, und von daher ist es wirklich total wichtig, dass nachts dann auch im Schlafraum wirklich zappenduster ist. Und wenn man das nicht hinkriegt, dann muss man vielleicht noch irgendwelche Folien aufkleben, gibt es ja alles, und sich noch eine Schlafbrille verpassen, dann geht das meistens auch besser. Genau, das ist schon mal ein ganz wichtiger Teil für einen besseren Schlaf. Und in diesem Sinne wünsche ich allen jetzt eine gute Nacht und ja, schöne Grüße, Jörg Fuhrmann. Ciao, ciao.